Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Monika Meier von der Oehlehof-Akademie in Löffingen im Hochschwarzwald. Es ist wieder Sonntagabend, ich bin im Stall hier bei Nevi, der seine Breimantsche frisst. Und ich bin gerade so furchtbar erschrocken. Puh, ich bin in den Stall gekommen und die ganze Herde war hier. Alle außer Nevado. Und wie ihr ja wisst, hat Nevi einige gesundheitliche Probleme. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass er nicht da ist, wenn die Herde da ist. Es ist sogar so, dass die Herde sich üblicherweise nach ihm richtet. Da, wo Nevi ist, ist meistens auch die Herde. Und als ich jetzt in den Stall kam und alle Ponys und Quintero waren da, und Nevi nicht, da bin ich richtig erschrocken. Ich hatte heute schon ein solches Schreckerlebnis. Bansley lag draußen auf dem Paddock in der Sonne und von Weitem konnte ich nicht erkennen, dass er atmet oder ob er atmet. Ich bin dann hingegangen und es war alles in Ordnung, hat sich nur gesonnt. Er liegt gerne in der Sonne und genießt es. Aber was ich bei mir sehe, spüre, merke, ist, dass ich diese Todesfälle, die wir bei den Pferden in den letzten beiden Jahren hatten, anscheinend noch nicht oder nicht wirklich verarbeitet habe. Ich bin so erschrocken, dass Nevi nicht da war mit dem Rest der Herde. Wir haben alte Pferde, wir haben kranke Pferde auf dem Hof und es ist halt, leider gehört es zu diesem Leben mit alten, mit kranken Pferden, dass sie eben auch sterben. Aber es war jetzt in letzter Zeit ein bisschen viel. Mehrere Pferde sind gestorben. Und zwar hier im Stall, zum Teil, also auf der Weide, nicht im Stall, auf der Weide. Zum Teil erwartete Todesfälle, zum Teil unerwartet. Natürlich im Rahmen von Alter und Krankheit irgendwie schon absehbar, aber keinem ging es vorher so schlecht, dass wir damit rechnen mussten, dass er am nächsten Tag tot auf der Weide liegt. Und genau das ist passiert. Die Pferde, es gab Autopsien, es waren alles natürliche Todesursachen, einfach durch ihre Krankheiten und das Alter bedingt. Ich jedenfalls habe erkannt, dass ich darüber nicht hinweg bin, dass es mich noch sehr belastet und ich einfach erschrecke, wenn ein Pferd schlafend auf dem Paddock liegt oder wenn Nevi nicht als einziger nicht bei der Herde ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall bei mir selbst etwas mit Neroli Öl und Neroli Hydrolat arbeiten. Neroli ist das Öl und das Hydrolat, das bei Verlusten, bei Schmerz, Verlustschmerz und Verlustangst sehr gut unterstützt. Allenfalls werde ich es mit Weihrauch kombinieren, das beim Überwinden von Traumata hilft. Und ich hätte es nicht erwartet, ich dachte eigentlich, ich habe alles im Griff, aber heute bin ich zweimal so sehr erschrocken und hatte Angst, irgendwo ein totes Pferd vorzufinden, dass ich sehe, dass ich muss daran noch arbeiten und ich werde mich selbst mit diesen ätherischen Ölen und Hydrolaten dabei unterstützen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend ohne Verlustängste und Verlustschmerz. Sollte es jedoch trotzdem so sein, kann ich euch sagen, es ist ein Kraut dagegen gewachsen. Neroli hilft sehr gut, unterstützt sehr gut. Auch euch in diesem Sinne einen schönen Sonntagabend von eurer Monika von der Oehlehof-Akademie.